Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part Lost Horizon. Wir sind immer noch auf der Suche nach den Drachenamulett-Teilen und uns fehlt nur noch das in dem Eis-Tempel. Und irgendwie bin ich da nicht so ganz weitergekommen. Ich gucke jetzt hier nochmal. Wenn ich die Plattformen irgendwie erreichen könnte, allein hätte ich niemals auch nur die geringste Chance gegen die Truppen der Gräfin. Okay, ich gucke jetzt einfach mal, weil ich bin jetzt überall ja schon mit euch rumgelaufen die Plattformen letzten Male. Irgendwie erreichen könnte, allein hätte ich niemals auch nur die geringste Chance gegen die Truppen der Gräfin. Alles klar. Und dann gucken wir mal, was haben wir? Hier haben wir noch was übersehen, Kristalle. Ich nehme ein paar davon mit. 3 Stück, okay. Uns fehlt nämlich nur noch, wir gehen da auch jetzt nochmal hin und gucken uns da mal um. In der Eishöhle, das Stück vom Amulett fehlt uns noch. Hier. Und ich weiß nicht so genau. Da ist ein Eisblock. Ich würde wetten, dass das da drin ist. Und hier sind diese da können wir die Kristalle reinschmeißen in die Vertiefung. Der Kristall hat die richtige Größe. Und auch die Form scheint mit der Vertiefung übereinzustimmen. Ich setze ihn mal ein. Mach mal rein. Ach, na cool. Beeindruckend. Das Licht aus diesem Bereich des Tempels wird gebündelt und umgeleitet. Ach, Mensch, Mensch, Mensch. Und ich habe hier gesucht schon mit euch wie so eine große und nichts gefunden. Der Kristall passt genau in die Vertiefung. Okay. Und hier rein. Einwandfrei. Ich habe mir doch gedacht, dass irgendwo für die Vertiefung noch sind. Der Kristall sitzt nun fest in der Vertiefung. Was passiert denn jetzt? Das gebündelte Licht schmilzt etwas aus dem Eis. Ah, schön. Das Schwanzstück, sehr cool. Es ist das Schwanzstück des Drachenamuletts. Ja, jetzt können wir die doch bestimmt hier zusammensetzen. Ich habe beide Teile zusammengefügt. Genau, und jetzt noch das und das. Kopf, Rumpf, Schwanz. Nun ist das Amulett wieder komplett. Die Frage ist, wo müssen wir das hin tun? Das kommt ja wahrscheinlich auf das Kraftfeld, ne? Da gehen wir jetzt hier in diesen Hauptraum. Ach so, da müssen wir von hier aus hin. Okay, das können wir nicht direkt anwählen. Dann gehen wir hier rein. Fenden. Hier hin. Jetzt bin ich aber gespannt. Ja, ich auch. Und? Hat sich irgendwas getan? Offensichtlich nicht. Schade. Vielleicht mache ich ja was falsch. Ich sehe, du hast es geschafft. Oh, Richard. Richard? Ja, das Amulett ist komplett, aber es passiert nichts. Was genau muss ich tun, um die Nazis zu vertreiben? Mit dem Amulett kannst du das Kraftfeld überbrücken und die Energie des Ortes wieder nutzen. Benutz deine Fantasiefänden. Denk an die Wirkungsweise der morphogenetischen Felder. Sie durchdringen alles und jeden. Und hier sind sie besonders stark. Was meinst du damit? Hast du die Kontrolle über diese Energie, hast du auch Kontrolle über alle Anwesenden hier. Lass deine Gedanken, deine Gefühle zum kontrollierenden Element für alle anderen hier werden. Lass deine Gedanken zur Materie werden. Richard? Na toll. Kaum wird's brenzlig, verdrückt er sich. Na schön. Wenn diese morphogenetischen Felder also alles und jeden durchdringen und ich diese Felder mit dem Amulett kontrolliere, dann kann ich ja quasi bestimmen, was alle anderen hier denken, fühlen und sehen. Da fällt mir plötzlich die Geschichte von dem Drachen wieder ein, die Professor Hayes in Marrakesch erzählt hat. Ich weiß nicht, aber irgendwie mag ich Drachenmärchen. Oh, okay, was nun? Leutnant, bringen Sie Ruhe in die Reihen. Ihre Männer dürfen sich nicht verrückt machen lassen.
Das ist nur ein Trugbild. Ah, das ist ja... Alle sind in Aufruhr. So episch. Das ist meine Chance. Okay. Ich sollte versuchen, mich von den Fesseln zu befreien. Alles klar, dann mach mal was, Kim. Los, Kim. Ah, perfekt. Scherben, 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 Scherben. Ja, und jetzt runter vorsichtig und dann mit den... Ich habe eine Glasscheibe zu mir herangezogen. Ja. Wow. Dann wollen wir den Krauts mal ein bisschen einheizen. Ah, wie cool ist das denn, ey? Ich muss das Amulett auf die Stelle richten, die der Drache angreifen soll. Okay. Ich muss die Soldaten noch mehr in Panik versetzen, indem ich ihnen den Drachen auf den Hals setze. Ja, dann. Ah, wie cool. Okay. Noch mehr, oder... Ist das jetzt... Reicht das jetzt hier? Okay, dann machen wir alle Plattformen hier. Komm her. Alles klar? Ich muss schnellstens diese Fesseln loswerden. Ja, das sehe ich auch so. Na los, Kim. Genau. Und jetzt hier... Pass auf, mit der Glasscherbe die Fesseln auf. Ich schneide die Seile durch. Ja. Auf zwei dieser Plattformen befinden sich noch immer Soldaten. Alles klar. Dann los. Oh Gott, ist das cool, ey. Okay. Und die letzte. Okay. Bleibt stehen! Das Ganze ist nur ein Hirngespinst. Verdammt! Leutnant, wir beenden diesen Spuk jetzt! Folgen Sie mir, wir sprengen die Stelen. Dann können wir die Felder kontrollieren und diesem lächerlichen Schauspiel ein Ende bereiten. Jawohl, Kim. Wohin so eilig, Frau Gräfin? Mutig. Dumm, aber mutig. Mut ist nur vonnöten, wenn man sich einer Aufgabe nicht gewachsen sieht. Guter Spruch. Selbstüberschätzung kommt vor dem Scheitern. Dann wollen wir dem vorlauten Fräulein mal Manieren beibringen. Okay. Leider wird das auch deine letzte Lektion sein. Okay. Ach so, muss ich die hintereinander drücken? Oh. Ach so, ich muss die klicken. Aggressiv angreifen, vorsichtig angreifen. Aggressiv hier. Zugegeben. Aber jetzt ist Schluss mit diesen Spielchen. Zurückweichen. Erstmal ausweichen. Wohin so eilig, mein Kleines? Okay. Cool. Aggressiv angreifen. Vorsichtig angreifen. Tja, Frau Gräfin. Kim, alles in Ordnung? Geht's dir gut? Ich denke schon. Jedenfalls geht's mir deutlich besser als Frau Gräfin. Ich muss zugeben, das war eine ziemlich beeindruckende Vorstellung. Wusste gar nicht, dass du so kämpfen kannst. Vermutlich kennst du sehr viele Seiten von mir noch nicht. Scheint mir auch so. Vielleicht zeigst du mir ja bei Gelegenheit mehr von deinen verborgenen Talenten. Das hättest du wohl gerne, Paddock. Überrascht dich das? Richard? Ich störe euch zwei Turteltauben ja nur ungern, aber unsere Aufgabe hier ist erledigt. Wird Zeit, dass ich mich verabschiede. Wie? Ich meine, was soll das heißen? Mein Entschluss steht fest. Ich werde bei den Priestern in der Vergangenheit bleiben. Aber warum? Nun, ich glaube an einen tieferen Sinn hinter den Geschehnissen in jüngster Zeit.
Vieles, das ich gesehen und erfahren habe, lag für mich vor kurzem noch jenseits aller Vorstellungskraft. Uns alle verbindet eine Kraft, deren Auswirkungen wir nicht annähernd verstehen können. Und ich sehe meine Bestimmung darin, den Priestern bei der Wahrung dieses Geheimnisses zu helfen. Ich hoffe, auch ihr werdet in eurer Zeit alles Nötige dafür tun, dass Shambhala ein gut gehütetes Geheimnis bleibt. Die Menschheit ist noch lange nicht reif für dieses Wunder. Versprecht ihr mir das? Wir kümmern uns darum. Versprochen. Ich danke dir, Fenton. Vor allem für das, was du auf dich genommen hast, um mich zu finden. Ich werde dir das niemals vergessen. Dein Entschluss steht wirklich fest? Hast du dir das auch gut überlegt? Ja, Fenton. Ich hoffe, du wirst das irgendwann verstehen. Du bist mein bester Freund, Richard. Und deine Entscheidung bedeutet, dass wir uns wahrscheinlich niemals wiedersehen werden. Es fällt mir verdammt schwer. Aber ich respektiere es und bewundere deinen Mut. Danke. Nun wird es aber Zeit. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Passt auf euch auf. Leb wohl, Richard. Was war das denn? Wohin ist Richard verschwunden? Das ist etwas kompliziert. Ich erkläre dir das am besten auf dem Heimweg. Soll das heißen, das war's? Ich denke ja. Abgesehen davon, dass wir uns noch mit dem Schlüsselartefakt zurückteleportieren und dafür sorgen müssen, dass dieser Ort weiterhin verborgen bleibt. Außerdem sollte ich noch kurz in Hongkong vorbeischauen und den verräterischen Gouverneur seiner gerechten Strafe zuführen, falls das ein Adjutant Huxley nicht schon erledigt hat. Aber die Suche nach Richard hat dich um die halbe Welt geführt und nun kehrst du mit leeren Händen heim? Tue ich das denn? Du hältst dich wohl für einen ganz tollen Kerl, Fenton Paddock. Du doch auch, stimmt's? Ja, schön. Wenn auch zu Ende, trotzdem schön. Wie fand ich das Spiel? Ich fand's so toll. Es waren so witzige Momente in dem Spiel dabei. Die Dialoge sind wirklich so, so nett. Die Rätsel sind total angenehm zu machen. Sie sind nicht immer ganz leicht, aber auch nicht so schwer, dass man es nicht schaffen kann. Das heißt, es stört den Spielfluss nicht so sehr. Ich finde die ganze, ja, Geschichte auch dahinter wirklich total lustig und sehr nett. Die Charaktere haben mir echt richtig, richtig gut gefallen. Ein ganz, ganz tolles Adventure-Spiel, was es hier zu spielen gab. Ich bin froh, dass ich es Let's Playen konnte und durfte. Ich danke euch natürlich auch fürs Zuschauen und fürs mich begleiten, auch wenn die ein oder andere Folge mal nicht so glatt lief, wie vielleicht gewollt oder gesollt. Und ja, ich muss sagen, schade, dass das Projekt zu Ende ist. Mal gucken, was ich da jetzt als nächstes nehme. Ich weiß es noch nicht so genau. Ich habe schon einige Adventures im Hinterkopf, die ich gerne spielen möchte. Aber ich bin noch nicht ganz sicher, was ich nehme. Und ja, jetzt bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer ein herzliches Dankeschön an die Entwickler dieses wirklich herzhaft wunderbar schönen Spiels. Und ein ganz, ganz dickes Dankeschön auch an euch alle fürs Zuschauen, fürs mich begleiten und fürs Aushelfen, wenn ich nicht weiter wusste. Ich sag bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Projekt. Ciao, ciao!